Hallihallo und willkommen bei PD2 und einem neuen Job. Hallo, grüß euch. Grüß euch. Ja, wir machen nochmal in dieser Bankfiliale einen Bankraub. Dieses Mal ist der Bankraub Schließfächer, weil den hat die Tibra noch nicht. Mhm. Und wir wollen ja alle Aufträge durchkriegen, immer im normalen Schwierigkeitsmodus. Genau, von leicht bis schwer. Genau. Alles. Wie gesagt, da war ja schon das Stichwort, das ist Schwierigkeitsgrad normal. Deshalb sind wir auch zu zweit unterwegs von der Ausrüstung her. Ich habe die Säge mit. Ganz wichtig bei den Schließfächern, ich habe zwei Munipacks mit und zwei Sentries als zweite Ausrüstung. Und die Tibra, die Arzttasche. Ich habe eine Aufschrift bekommen auf meine... Ja, genau, in Tibras Tresor, was sie beim letzten Auftrag bekommen hat. Da war die SWAT-Aufschrift. Genau. Die ist sehr schön. Aber das werdet ihr gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Bereit? Bereit. Bereit. So, wir versuchen es wieder möglichst leise bis in die Filiale zu schaffen. Wo ist die Filiale? Ah, da. Okay. Einmal rundherum. Mhm. Wobei, ich bin ja extrem jetzt unauffällig. Ich habe das Wort stehen. Ja, genau. Auf der Weste. Hm. Das ist mein zweiter Tresor, den ich geöffnet habe. Ich folge dem Skelett. So, ich lege mal die Maske an. Showtime. Okay. Time for some honest work. Maske ist drauf. Da gehen wir wieder die schwarze teuflische Seele füttern. Ah, da ist offen. Ist da irgendwo ein... Und los geht's. Und los geht's. Ich mit dir den Bohrer. Alles runter. Und mach gleich die Geldautomaten auf. Okay. Da wo die Bankschalter drinnen sind, liegt der Bündel Geld. Wo die Bankschalter drinnen ja, sind? Ja. Ah, ja. Ist schon meines. Das habe ich auch. Okay. So, eine Geisel nehmen wir mit. Geiseln kann man immer brauchen. Stay down. Komm schon. Ein bisschen schneller. So, ich hole noch das Geld vom Filialleiter. Mhm. Und hier auch noch was drin. Ach, weg mit ihm. Zu viele Geiseln. Ist anstrengend. Na. Die zwei folgen dir, das ist sehr gut. Dann hast du. Ich geh mal rauf aufs Dach. Wo warst du? Okay, rein wieder. So, für mich. Hier drin hinten ist nichts. Immer schön den Kopf unten lassen, Jungs. Steht der Bohrer nicht? Der Bohrer läuft, warum? Komisch. Das muss ein Symbol anzeigen. Man rückt mir jetzt etwas. Nein, ich brauche den Bohrer und der läuft. Okay. Ah, okay. Hey Jungs. Geht's noch? Wer schießt auf mich? Hallo? Ups. Oh.
blind. Bin ich sehr desorientiert. Boah, geht's gut? Ja. Boah, läuft der? Jetzt können wir mal gestartet. Ich geh schon. Ich komm rein. Startest du? Ich starte. Okay, Bora läuft. So schön. Was schießt auf mich? Die Polizei. Da liegt jede Menge Munition da im Nebenraum. Welcher Nebenraum? Ja, da nebenbei. Da, ja. Wenn du da eine Runde machst, machst du einiges. Beim Bohrer, beim. Ja, da sind welche. So, steht wieder. Hatte da haben sie Giftgas, glaube ich, reingeschmissen, die Filiale. Da kriegen die dann Schaden automatisch oder so. So, oh, Bohrer schon wieder steht. Bohrer. Ich starte ihn schon. So, Bohrer läuft. Super. Ist offen. Schieb dich mit los. 2, 1 und offen. Okay, ich komm. Komm nach hinten. Offen. Okay, ich bin drin. Rechtes hintere Eck lege ich mein Back hin. Meine zwei Munis liegen. Okay. Brauche ich aber halt für die Säge. Ja. So, ich habe die Sentries aufgestellt. Ich stehe hinter der Sentry und verteidige. So, zweimal. Das sollte sie etwas falten. Beschäftigen. Soll ich mithelfen, öffnen? Nein, öffnen nicht, aber rausnehmen kannst du dann. Okay. Wir schmeißen wieder dort in die Ecke, wo die Munitex sind, schmeißen wir alles hin. Okay. Und dann schleppt man es raus. Ich baue auf die wichtigen Punkte und dann die Sentries auf der Straße. Ich veranstalte gerade ein Massaker. Sehr schön.
Okay, ich fange an zum Rausnehmen, oder? Kannst du machen. Ja, irgendwie sind die zwei schon krass. Erledigen einen guten Job. Ja. Okay. Ich bin schon mal wieder voll. Das ganze Kleinzeug kann man gemeinsam nehmen, aber sobald nur eine so eine große so Spackerl, hat, dann ist man voll. Da kann man dann immer nur Kleines dazu nehmen. Okay. So. Ja, ich hätte gerne Schließfach mit Sachen drin. Mit so netten Kleinigkeiten. Orden brauche ich nicht, nein. Ah ja, das mag ich. Hier mit dem ganzen Zeug. Ja, mit dem mit den Monitors. So, ich nehme die zweite Seite auf. Monitors. Ja. Das schon verteidigen, die Jungs. Ich bin beschäftigt mit Klunker einkassieren. Und schon wieder einen schiefen Gang. Komm her. Ja. 4 Taschen habe ich bis jetzt. Auch noch. Das auch. Ja. Was die Leute so herumliegen lassen. Gigantisch. Dann geht's den Sentries. Schauen wir mal. 37% mehr. Das ist nicht so viel. 5 Taschen. Da stehen wir und sind geladen. Sehr schön. Also, organisierter Raub ist doch was Feines. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Nee. Nicht? Okay, erste Seite fertig. Sehr schön. Ich hab das auf der Seite komplett offen. So, einmal brauche ich noch. Siegen. Passt. Von mir sollte das alles offen sein. Ich schaue jetzt nur mal durch. Okay. Ja, da ganz oben liegt immer was. So, jetzt schon unten noch, aber ich glaube, da hat die Tibra gute Arbeit geleistet. Und da ist noch Money, ein Riesenbag. Ups. So, die Seite ist fertig. Dann machen wir die da. Okay. Ah, da ist noch ein Riesenpack. Yes! Die, was nebenbei liegt, die eine Tasche, die lass bitte alleine liegen, da ist Gold drin. Ah ja. Und die ist relativ schwer zum Tragen, die nehme ich. Mhm. Bewegt man sich sehr langsam mit dir. So, okay, ich glaube, wir ich haben mir alles. Kurz einmal Muni. Schauen wir mal. Ui, den weitesten Weg haben wir. Ja, ab jetzt ist Munition frei. Verfügbar. Okay. So, dann nehme ich die Sentries auf. Und
dann werden wir die jetzt einmal strategisch aufbauen. Ich nehme eine Tasche, oder? Ja. Und zwar stellen wir eins Sentry da am Parkplatz. Und ein Sentry stellen wir da auf das weiße Auto. Ich gehe da raus. So, ich komme wieder. Wir gehen immer gemeinsam. Okay, dann. So, ich hole mir noch eine Tasche. Und los geht's. Okay. Na super. Könnt ihr nicht ein bisschen näher parken? Ich weiß es nicht. Da ist irgendwo ein Scharfschütze. Ja, den habe ich gleich. Versteckt hinterm Auto. Hast du ihn? Ich weiß nicht. Schießen die oder nicht mehr? Ja, ich sehe nämlich auch jetzt das Laserlicht nicht mehr. Ja, jetzt tief das Ding an. Immer Munition auflegen, wenn du dran kommst. So, ich nehme die nächste Tasche. Hallo, warum? Okay, ich nehme auch die nächste Tasche. Ich nehme Muni. Okay, da ist die Sentry leer. Okay, ich laufe wieder. Ah ja, da ist er. Irgendwer ist hinter mir hier, ja. Mist gehören. Verfluchen. Du kannst, wenn du willst, da an der Hausecke bleiben und die laufen mit den Taschen. Ah, es ist viel, das ist nicht mehr. Ich hab sie nicht. Ah, da steht's. Scheiße, die ist leer. Ich heile mich kurz auf. Jetzt steht sie wieder. Oh fuck. Was ist? Ich krieg da gerade mächtig Schaden. Wo? Da draußen. Oh, da ist eine ganze Armee. Jungs, schießen. Jetzt sind sie schon niedergemäht. Wo kommen die her? Hallo, habt ihr da einen Ameisenbau? Kommen wir da retour? Mhm. So, ich bringe mir die Muni. Ja. Okay, ich laufe mit der Tasche. Ja. Lass mich. Komm mal wieder mit einer. Wie viele sind noch drin? Zwei oder drei. Ich schmeiß da die da her und geh gleich um die nächste. Ja. Schmeiß sie da an die Hausfassade. Ja. Super. Ah, die geht sogar weiter. Okay. Okay. Nein. Die nächste. Nehmt ihr die zwei mit? Nein, nein, geht schon. Wir sollen bei dir bleiben. Ein paar Taschen haben wir noch. So, die eine Seite ist wieder leer, die stelle ich auf. Oh.
Zentral steht wieder. Schöpfmesser. Ich schmeiß da wieder eine Tasche. Wo bist ja, du? Ja, nee, ich komme schon von der anderen Seite. Ein bisschen aufgeräumt. Ich hab den nämlich ungern da herumliegen. Na, jetzt geht es rein. Okay. Und dann der nächste Polizist kommt, hat das mit. So, ich geh wieder retour. Ja. Scharfschütze X. Nächste Tasche, Munition nehmen wir noch, passt. Und ich komm wieder. Okay, wie viele sind es noch? Ein oder zwei. Passt. Achtung, Ringer holen. Komme, da ist. Wo ist die Tasche? Ja, da. Ich lauf schon. Und die letzte. Okay, dann bleib ich gleich beim Wagen. Jetzt geht's auf die Flucht. Scharfschütze da oben. Drin stehen. Und die letzte Tasche. Super. Rein in den Wagen? Na, reicht eigentlich herstellen, gell? Ja, ich bin nicht mehr rein. So. Okay. Naja, jetzt habe ich es glatt gegangen. Bisschen Money. Oh. So einfach wie. Ja, ich werde mir dann mal irgendwas Nettes kaufen, glaube ich. Was hast du jetzt Bargeld? Links unten? 2,6 Millionen. Alles klar. Sollte sich schon was ergeben, oder? Ja, da geht schon ein bisschen was. So, eine Karte. Natürlich die mittlere. Eine Maske. Ja. Sehr schön. Na gut, schauen wir mal. Ja, dann hoffen wir, dass es gefallen hat. Ja. Und schaltet wieder ein bei PD2 mit der Tibra und dem Anduin. Bis dahin. Dann, ciao, ciao.